Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 4. Am Start haben wir den Roro da hinten. Hallo. Und den Weising. Hallöle. Wir hängen alle irgendwie da hinten im grünen Raum. Und wir haben hier den Ostwind. Hallöchen. So, als allererstes brauchst du erstmal hier eine Sauerstoffbuddel und eine Hydrogenbuddel. Okay. Weising, wie die nimmst du mit Tee auf. Ich bin hinter dir. Warum das? Du hast mich zu Tode gefleckt, geschweißt. Mit Tee ist nicht. Ne? Steht dran, also hier, um Hydrogenbottle aufzunehmen, drück T. Nope. Was steht da bei dir? Auf F drücken. So F? Ja. Ach, das ist ja du die neue Steuerung. Ich habe immer noch die alte drin. Deine Steuerung noch nicht resettet. Okay. Sauerstoff wichtig. Hä? Weltall und so. Du hast doch gesagt, mach an. Mach dich weiß. Das Hydrogen an. Brauchst du für dein Jetpack, das startest du ja, mit X. Ja, aber ich, wenn ich unter dir bin. Du hast gesagt, mach an. Ah. Dann hast du noch Helmlicht, das startest du mit L. Achso. Darf ich jetzt? Und hier du musst aufpassen, dass du hier irgendwie mit zu hoher Geschwindigkeit gegen irgendwas knallst, falsch. Dann bist du tot. Oh, sag ich doch. Okay. Ja, komm, ja das kann ja noch lustig werden. Nicht das Ding. Mindestens. Ach so, kippisch, okay. Mit Q und E. Ja, ja, ja. So, wir sind hier auf dem Mond, das heißt eine geringere Schwerkraft. Das wirst du merken später, wenn wir nochmal auf anderen Planeten sind. Es gibt ja unterschiedliche Schwerkraften hier. Ja. Ja, Grundsteuerung, Fliegen und so. Hammer. Weißt du jetzt? Machen wir mal einen kleinen Rundflug hier. Also hier das kleine schwarze Schiff hier, unsere Titan. Das ist unsere mobile Base. Okay. So, jetzt hab ich dich aus den Augen verloren. Ja, ja, ich bin hier bei dem Sonnensegeln. Ach, da hinne. Das ist unser grüner Raum wegen Energie. Okay. Ja, geplant ist, dass wir hier irgendwann mal komplett auf Ökostrom umstellen können. Auf Ökostrom? Jo. So mit Batterien und Sonnensegel und so. Okay. Na, das hört sich ja duft an. Aber momentan brauchen wir erstmal eine Menge Reaktoren, also Uran hier, so ruhig mit Kernschmelzung und alles. Krass. Oh, da kommt viel auf mich zu, wie ich höre. Ja, es geht. So, hier haben wir unsere kleinen Schiffe. Einmal zum Bohren, einmal zum Flexen und da haben wir noch eins zum Schweißen. Das nutzt gerade da hinten der Rocher. Ist ganz schön. Die waren mal kleiner, aber die Umstände entsprechend mussten sie größer werden. Okay. Alter, ist ja schon ein mega großes Schiff, so. Die Titan. Och, die ist noch klein. Glaub's mir. Ich wollte gerade sagen, das, was wir vorhaben, das wird größer. Ja, das wird ein klein wenig größer. Okay. Aber sonst so Größenwahn ist gering bei euch, oder? Gering, ja, definitiv. Also. Naja, wir müssen ja die Titan ja später, wenn wir dann zum Mars wollen, definitiv erleichtern. Du bist gerade gegen unseren Bohrraum geflogen. Oh. Kann ich dir auch gleich mal drinnen zeigen, wie es da aussieht? Eingang haben wir hier vorne. Wo bist du? Da. Oh oh. Ja, die Schwerkraft. Ja, da habe ich mich wohl ein bisschen verletzt. So, das Blaue, was du hier siehst, das ist ein Mod. Okay. Das lässt alles durch, bis auf Luft. Dementsprechend haben wir hier drin eine Luft. Du kannst hier deinen Helm wieder absetzen mit J. Weil das spart dir wieder ein bisschen Sauerstoff aus dem Anzug. Okay. Hier haben wir eine Tür, die wir auch schließen können. Ah, okay. Wenn du hier durch die Scheibe guckst, siehst du ja unsere kleinen Bohrköpfe. Ja, ist ganz schön cool. Wir haben das hier alles stationär gehalten, damit wir hier mit der Station gleich bohren können. Und hier drüben haben wir dann unsere Fabrikhalle, wo wir dann das ganze Gestein und alles verarbeiten können und alles herstellen können, was wir brauchen. Okay. Hier haben wir einen Ventilator oder Lüfter oder wie die hießen.
Das siehst du ja hier oben auf diesen Lüfter da diese grünen Balken. Ja. Das heißt, der ist in Betrieb und pustet Luft in den Raum. Okay. Wenn da irgendwann mal rot ist, Helm aufsetzen. Wäre angebracht. Oder abpoppen. Oder das. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Die Gänge hat der Weißing schon fleißig fertig geschweißt gehabt, deswegen haben wir jetzt hier drin auch Luft. Okay, wie lange braucht man hier so für so Gänge und so? Kommt drauf an, wie geübt du bist und wie du planst. Lass mich nicht lügen, knappe 3 Stunden. Okay. Die Materialien, die wir ja hier verwenden, die haben ja auch ein gewisses Gewicht. Du kannst dann die unendlich mittragen. Mhm. Dann gehen wir mal hier erstmal in unsere kleine Fabrikhalle. Das große hier, das sind Frachtcontainer. Okay. Können wir mal hier vorgehen, da hast du einen besseren Überblick. Boah. Ja, das ist nicht zu verachten. Das haben wir in der gestrigen Aufnahme fertig gemacht. Oh. Dann wären das hier drüben Hydrogentanks. Die brauchst du zum Beispiel, da steckst du diese Hydrogenbuddeln rein und füllst die wieder auf. Okay. Für dein Jetpack und Hydrogen brauchst du ja auch für gewisse Triebwerke, damit du hier wie zum Beispiel vom erdähnlichen Planeten überhaupt in der Atmosphäre rauskommst, also ins All. Ja. Und dann haben wir hier was Gemoddetes wieder, Stone Crusher. Die stellen aus Stein auch noch Erze her, die wir brauchen. Okay. Und hier haben wir dann Raffinerien, die tun dann die ganzen Erze verarbeiten. Die sehen schon ganz schön krass aus. Hier hat der Rohre sogar schon ein LCD-Panel beschriftet. Es zeigt dann an, welche Raffinerie oder so arbeitet. Der Rohre hat da ein Händchen für die ganzen Skripts. Das ist, also ich blick da persönlich gar nicht durch. Rohre ist da unser Fachmann, der kann dich da, denke ich mal, dann auch besser einweisen. Da wenn du da Interesse hast. Ja. So, das hier waren genau die Montageanlagen hier oben. Hier drinnen werden dann die ganzen Materialien komplett hergestellt, was halt gerade gebraucht wird. Was ist denn hier los? So, zeige ich dir jetzt nochmal unseren Schildgeneratorraum. Ist übrigens auch ein Mod, aber echt unverzichtbar. Und wir können die Schildgeneratoren gerade nicht laufen lassen, weil die zu viel Energie fressen. Okay. Dafür müssen wir nämlich erstmal unseren Energieraum erweitern. Was? Wie dir bestimmt schon aufgefallen ist, jeder Raum hat eine andere Farbe. Ja, ja. Du wolltest nur so ein bisschen getrennt halten, damit man weiß, wo was ist. Wart nur noch auf Pink. Das wird Thunders Quartier. So, hier haben wir einen Schildgeneratorraum. Also hier, das ist so ein Schildgenerator. Und das, was du hier an der Seite siehst, das sind nochmal extra Upgrades. Das gibt's auch für die Raffinerie und Montageanlage. Da arbeiten die zum Beispiel schneller oder stellen mehr her. Oder sind energiesparender. Wahnsinn. Die sind gerade ausgeschalten, weil wir von der Energie sonst nicht hinkommen. Ja, das muss man sich alles erstmal reinziehen von der Übersicht her und so. Das ist ja ganz schön. Ja. Moment, ich muss ja noch was zeigen. Und das ist quasi Roros Reich hier, weil der mit diesen Dingern hier, programmierbaren Block und der Zeitschaltuhr, die ganzen Skripte machen kann. Okay. Also es wird ja dann immer alles auf den LCD-Panels angezeigt, was gerade da ist. Wie greife ich auf die zu? Das müsste mit K sein. Eigentlich noch. Es sei denn, das wurde auch geändert. Ach, Control-Panel. Okay, alles klar. So. Wo weiter? Ich darf nur nirgendwo mehr runterfallen. Wieso? Ich bin nur bei 13%. Echt? Ja. Uiuiui. Ja, dann musst du dich dann gleich mal zur Medical Station bringen. Genau. Ja, ich muss das Fliegen, müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, ist Gewöhnungssache.
Wenn du dort durchgehst, herrscht erstmal keine Luft, weil dahinter sollen unsere Quartiere und so kommen. Ja. Da hinten müsste... Oh Gott, was war denn da hinten gewesen? Ich glaube, da war unser Lufttanklager. Genau. Oh, und hier herrscht keine Luft. Stimmt, den hat man noch gar nicht fertig richtig. Der braucht halt auch irgendwann nochmal eine separate Farbe. Das, was du hier siehst, sind dann die Lufttanks. Und anhand der Balken kannst du sehen, wie voll die sind. Weil, ach hier, die grünen Balken wieder hier. Ja, genau. So, dann bringe ich dich mal zur Medical Station. Und meine Energie ist auch schon etwas low. Das sagt dir übrigens auch der Anzug dann an. Ja, ab 30 oder 5, oder 25, weiß ich auch. Ich glaube 25. Ja, ich wurde schon vollgepulvert von so einer hübschen Dame. So, hier haben wir quasi eigentlich den Haupteingang. Und da hat jeder hier noch eine Tafel stehen. Für den Fall der Fälle, dass da wer mal offscreen da ein bisschen was macht, kann er dann was hinschreiben. Hier haben wir einen ganz wichtigen Admin-Befehl. Den kann ich dir dann später mal zeigen. Okay. Fliegen wir erstmal zur Titan. Da wir ja noch keine Medical Station hier auf der Base haben. Nein. Ah. Weißt du noch, wo du vor uns gespawnt bist? Ja, warte mal. Achso, ob ich das jetzt hier noch weiß? Ja. Hier irgendwo. Die Dinger hier? Ja. Das sind die Medical Stations. Da stellst du dich hier an das Pult ran. Bei mir ist es T gedrückt halten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. F. Ach, du musst da F gedrückt halten. Da lädst du dich auf. Okay. Das, was vorher T war, ist jetzt F. Ich glaube, ich muss das echt mal resetten, aber... Ich weiß nicht, ich habe mich zu sehr an die Steuerung gewöhnt. Ich finde die irgendwie besser. Du. Ich bin voll! Du bist voll? Oh ja klar, blau bist du ja schon. So, jetzt habe ich ja hier in meiner Leiste unten ja auch noch so Zeug. Genau, da drückst du jetzt mal G. Und da hast du, kannst du dir zum Beispiel, wenn du jetzt auf Charakterwerkzeuge gehst, mal alles von 1, 2 und 3 setzen. Also bei mir ist immer 1 der Welder, dann der Grinder und dann der Drill. Der Welder ist bei mir auf der 4, der Grinder ist auf der 5 und Hendrill ist 6. Das sind die drei wichtigsten Werkzeuge, die du echt fast immer brauchst. Okay. Und jetzt habe ich auf der 1, 2 und 3 sind Station, Large und Small. Ja, das ist neu. Das, wenn du jetzt eine Station bauen willst oder ein großes Schiff oder ein kleines Schiff. Krass, das brauchen wir ja hier noch nicht. Schau mal. Und wenn du dann hier auf alle Blöcke gehst, siehst du, was hier alles so groß vorhanden ist. Da sind auch unsere ganzen Mods mit drin. Boah. Echt viel. Boah, es geht, also. Viel Mods verwenden wir jetzt nicht mehr. Also, das hat ganz schön abgenommen. Weil mit Mods ist auch immer so eine Sache, musst du auch ein bisschen aufpassen. Ja, nicht jeder funktioniert. Ja. Der kann zum Beispiel im Singleplayer gut funktionieren, aber im Multiplayer funktioniert er überhaupt nicht. Das ist immer so eine Sache. Kennt man ja von anderen Spielen auch. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal so ein LCD-Panel, was der Roro da gemacht hatte. Ja, der Mod funktioniert aber irgendwie nicht so richtig. Ja. Ja, das Script ist ein kleines bisschen buggy geworden. Sollten wir es vielleicht mal auf Englisch versuchen, oder? Das ist auf Englisch. Ach so. Nur es sind so viele LCDs dran, ist es zu viel. Sagt das Programm. Okay. Oh, vielleicht kann ich das noch irgendwie hinbiegen. Ja, bestimmt. Da hinten bei dem roten Raum da hier, wo unsere Fabrik ist, siehst du ja die Treppe. Ja.
ist auch ein Mod. Und hier oben soll dann noch so ein Landeplatz werden für unsere kleinen Schiffe, damit wir die hier auch andocken können. Okay. Also, doch, also ist nicht die stille Treppe, habe ich jetzt gedacht. Hm? Ist nicht die stille Treppe. Nee. Hier soll dann halt der Landeplatz werden für unsere Arbeitsschiffe. Cool. Aber überlegt, ob wir vielleicht auch ringsrum ein Geländer setzen. Da bin ich mir noch unsicher. Okay, was ist das jetzt hier so? Das Schiff ist aus der Not heraus mal schnell entstanden. Hat der Weising gebaut. Einfach mal zum schnellen Transport von einer Menge Materialien. Okay. Schiffe müssen, wenn es schnell sein muss, nicht schön aussehen, sondern funktional sein. Ja. Später kann man dann sagen, ja, jetzt lege ich mal ein bisschen was auf Schönheit. So, der zweite Reaktor ist am Laufen. Man sieht es ja an der Titan. Ach, wie geil die aussieht. Und ja. Oder jetzt zum Beispiel die kleinen Arbeitsschiffe, die ich dir gezeigt hatte. Ja, ja, aber die Titan, die ist so geil, die ist. Die großen Triebwerke, die du hier siehst? Ja. Also das hier? Oh, was fehlt denn jetzt? Das ist auch ein Mod. Das ist zum Beispiel ein Atmosphärentriebwerk. Also Alter, ich komm immer noch zu hart auf. Drück mal Z. Deine Trägheitsdämpfer waren wahrscheinlich aus. Ja. Okay. Das hier ist zum Beispiel ein gemoddetes Triebwerk. Da gibt es auch noch Vanilla. Das sind quasi Atmosphärik-Triebwerke. Die kannst du dann auf einem erdähnlichen Planeten verwenden. Und ich vermute, glaube ich, auch auf dem Mars. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Dann haben wir hier, das ist wieder Vanilla, ein kleines Hydrogentriebwerk. Das brauchst du, um dann wirklich aus frischen Atmosphären rauszukommen. Also was man hier alles wissen muss. Die fressen eine Menge Hydrogen, deswegen brauchst du die echt nur, um aus hier ins All hochzukommen. Ja. Danach musst du auf die hier schalten. Das sind die normalen Thruster. Mit denen du dich dann im All dann fortbewegst. Da musst du halt auch richtig aufs Gewicht von deinen Schiffen achten. Ja. Je mehr Ladung die auch haben, umso schwerer werden auch die Schiffe. Mhm. Dementsprechend brauchst du dann auch mehr Triebwerke. Man sieht es hier zum Beispiel an den Schiffen. Die haben jetzt kein Hydrogen, weil mit Hydrogen wäre fatal. Da bist du ja nur am Aufladen. Deswegen hat der Rohr hier eine Menge von diesen Triebwerken verbaut. Das geht auch halt nur auf dem Mond oder halt im All. Weil hier halt eine geringe Schwerkraft ist. Das musst du halt immer mitberechnen. Das mit bedenken. Wird noch sehr, sehr lustig hier. Und wir sind schon wieder bei Überlänge, sehe ich gerade. Wir sind bei 18 Minuten. Aber ich sag mal, haben wir noch die 20 Minuten voll und dann. Ja, ist schön hier mit einem Erklärbär. Hat was. Bläulich-weiße hier, das ist Eis. Roro? Aha. Soll ich mal das Panel für die Stromversorgung dran klatschen? So sieht's dann aus, wenn du bohrst. Das kannst du dann alles kannst hier mit. Bei dir müsste es jetzt F sein, um es aufzuheben. Ja, warte mal, SCD-Bildschirm. Brauche ich dann noch. Kann ich ja das nehmen, was hier rumliegt. Ja, liegt das immer noch da? Und jetzt immer darauf achten, dass du dann auch wirklich alles einsammelst, weil das frisst ziemlich viel Ressourcen, wenn so viel rumliegt. Okay. Und genau für diesen Fall der Fälle, weil man bekommt nie alles mit. Ja, sieht jetzt größer aus, weil ich so viel eingesammelt habe. Lass mal liegen. So, ja. Komm mit. Jetzt zeige ich dir noch was. Dafür haben wir nämlich einen Admin-Befehl. Wo bist du denn jetzt? Ach, da oben. Du musst Richtung Fabrik. Weil es kann passieren, dass du echt mal schnell mal, wenn du irgendwie eine Fehlkonstruktion hast, da was explodiert, das schleudert ins All oder so hoch. Da kommst du ja nicht mehr ran. Was? Dann gibt es nämlich hier so einen schönen Admin-Befehl, wo ich mir alles herspawnen lassen kann. Und das fließt dann hier in die Trichter rein und wir haben die Ressourcen wieder. Das ist cool. Das ist richtig cool. Du hast jetzt Ressourcen im Inventar. Da drückst du jetzt I. Klickst die Sachen an, hältst gedrückt und ziehst die auf den Pfeil.
Und dann schmeißt du die aus deinem Inventar. Und schon hat die Station das aufgesammelt hier oben. Coole Sache. Also beim allerersten Mal, wo wir diesen Befehl verwendet haben, da war ich mit Weising alleine auf dem Server. Wir sind bald nicht mehr geworden, wie viel Zeug rumlag. Das war richtig heftig. Roro schweißt hier gerade ein paar Sonnensäge. Ja. Ein bisschen mehr Grünstrom. Und dann zeigst du jetzt schon noch. Die ersten drei Reaktoren haben wir schon fertig. Cool. Kann ich einen Ostwind ja gleich nochmal hier unseren grünen Raum noch zeigen? Das letzte. Oh, was fehlt mir? Von den jetzt ganzen an? Räumen erstmal. Das, was die hier, die großen Dinger hier, das sind alles hier unsere Nukularreaktoren. Krasse Sache. Okay. Zu laut. Dann hast du hier oben diese Würfel hier. Das sind Förderbänder. Und hier hast du Förderleitungen. Dadurch fließt alles, sei es Luft oder Ressourcen. Und wir haben die jetzt hier mit alles verbunden hier. Mit diesen Förderbändern. Das heißt, die Nukularreaktoren können sich dann auch das Uran selbst ziehen. Was? So, hier haben wir dann Batterien. Die kannst du so einstellen, dass die nur auf Aufladen steht oder dass, wenn sie voll sind, dass sie auch Energie wieder abgeben. Okay. Ja, ich glaube, das war's erstmal vom Erklären her. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Ja, was Thema Programmieren ist, da musst du dich an Roro halten. Der ist da echt ein Ast drin. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte mir, alter Vater, sowas geht. Auch mir reicht, dass ihr online steht, das ist gut. So, meine lieben Damen und Herren, da sind wir auch schon wieder an einem Folgenende. Sehr aufregend ist es hier im All. Sehr viel gibt es zu sehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mal dabei. Wenn es heißt, wir engineieren hier rum. Ja, Leute. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Na also. Warte ein bisschen eingeschüchtert. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.